Diese Schlagfertigkeit, die ist wirklich trainierbar und die ist wirklich thematisierbar. Wenn Sie in Zukunft in der Kommunikation zwei Varianten haben, sage ich Variante A oder Variante B, nehmen Sie immer die Variante, die mehr Mut kostet. Das ist die Variante der höheren Wirkung. Sie wollen also schlagfertiger werden. Es gibt viele, die sagen, dass mit der Schlagfertigkeit, das ist einem in die Wiege gelegt, da hat man entweder Glück oder Pech gehabt. Also hier sitzen die, die Pech hatten. Die Schlagfertigkeit, die umfasst ein sehr weites Spektrum. Ich habe mich ziemlich lange damit beschäftigt. Aber was die meisten Menschen unter Schlagfertigkeit verstehen oder was sie zitieren, wenn es darum geht, dass eine schlagfertige Antwort zitiert wird, dann ist das meistens dieser Inhalt. Irgendeiner macht eine Bemerkung, um sie runterzumachen. Und der andere gibt eine Bemerkung zurück, wo er ihm dezent wieder was ans Schienbein gibt. In Amerika gab es mal eine Sendung, eine Talkshow. Da hat ein Talkmaster, der hieß Joe Pyne, eine Talksendung geführt. War sehr berühmt. Und jetzt, der war sehr konservativ und der Mann war im Krieg gewesen und hatte eine Beinprothese. Also der konnte nicht mehr richtig laufen. So, und jetzt hat der einen Gast eingeladen, das war Frank Zappa. Frank Zappa, Rockmusiker, er hat gekifft, lange Haare. Feindbild für Joe Pyne. Jetzt kommt er rein in die Sendung, setzt sich hin. Erste Frage, die er stellt, ist: Sie haben lange Haare, sind Sie eine Frau? Zappa antwortet: Sie haben ein Holzbein, sind Sie ein Tisch? Hinter dieser Art der Schlagfertigkeit steckt ein System. Ich will Ihnen das mal zeigen, weil, wissen Sie, wenn einer sagt Idiot und Sie antworten Arschloch, ist das nicht besonders schlagfertig. Aber ich will Ihnen was zeigen. So haben die Römer früher Brücken gebaut. Die haben ein Holzgestell hier hingestellt, haben dann Steine draufgelegt und zum Schluss wurde der Schlüsselstein gesetzt und erst dann war der Bogen geschlossen. Und genauso ist es mit cleveren, schlagfertigen Antworten. Weil es ist immer so, der Zuhörer muss den Schlüsselstein setzen, um zu ergänzen, was überhaupt die Aussage ist. Wenn wir die Antwort von Frank Zappa anschauen, der hat gesagt, Sie haben ein Holzbein, sind Sie ein Tisch? Die eigentliche Aussage, die dahinter steckt, ist, wie kann man so eine blöde Frage stellen? Aber das hat er nicht gesagt. Also wenn er jetzt angedeutet hätte oder wenn er gesagt hätte, wie kann man so eine dumme Frage stellen, dann wäre das nicht schlagfertig. Aber wenn er sagt, Sie haben ein Holzbein, sind Sie ein Tisch, dann ist das schlagfertig, weil Sie als Zuhörer ergänzen, aha, das ist die eigentliche Aussage. Wenn Sie direkt ausdrücken, ist das nicht schlagfertig. Indirekt sehr wohl. Deutsches Fernsehen. Deutschland sucht den Superstar. Ist eine superklasse Antwort gefallen mit diesem Schema. Und zwar war dort, in der letzten Staffel war das, da war Michelle, war die Jurorin neben Dieter Bohlen. Und da war in der Sendung ein Holländer und plötzlich hat Michelle mit dem fließend Holländisch geredet.
Und da fragt Geißen, das war der Moderator, hey, du kannst Holländisch, wusste ich gar nicht. Da sagt sie, ja, ich habe 3 Jahre in Holland gelebt. Da sagt Geißen, sicher hast du dort einen Coffeeshop geleitet. Und sie sagt, ja, du schuldest mir noch Geld von damals. So, erkennen Sie das? Die Aussage, Sie setzen den Schlüsselstein und lachen, ich sage Ihnen warum, weil Sie ergänzen, der Typ kifft selber und er hat nicht mehr Geld, um sich das leisten zu können. Und dadurch wird das Ganze erst schlagfertig. Die Schlagfertigkeit, wie ich sie analysiert habe, die funktioniert so. Sie haben ein gewisses Angriffsmuster und darauf setzen Sie ein Erwiderungsmuster. Und jetzt will ich Ihnen mal ein Angriffsmuster geben, das Sie alle sehr häufig schon gehört haben. Und zwar sind das die sogenannten Etikettiervorwürfe. Da ist einer und klebt Ihnen ein Negativetikett hier an. Wenn Sie nichts tun, bleibt es kleben. Da sagt einer zum Beispiel, ich empfinde Ihr Auftreten hier als arrogant. Hängt hier ein Schild, ich bin arrogant. Da sagt einer, also so wie Sie mit Ihrem Geld haushalten, das nenne ich Geiz. Hängt hier ein Schild, ich bin geizig. Da sagt einer, früher waren Sie nicht so humorlos. Hängt hier ein Schild, ich bin humorlos. Wenn Sie nichts tun, bleibt es kleben. Das sind Etikettiervorwürfe und für diese Art der Vorwürfe gibt es ein wunderbar herrlich existierendes Antwortmuster. Das ist so clever, das wirkt so gut, dass Sie sich wünschen, hoffentlich sagt das nochmal. Wir machen jetzt Folgendes. Jeder von Ihnen nimmt jetzt sein Handy raus. Handy rausnehmen, los. Jetzt tippt er dort 2 Etiketten ein, die er persönlich immer wieder mal hört. Du bist undiszipliniert, du kannst nicht zuhören, ich weiß nicht was. Denken Sie an Ihre Beziehung, da fällt Ihnen sicher was ein. Okay, 2 Stück sollen Sie haben. Jeder tippt 2 ein. Los, also in Ihre Notizprogramm, das Sie da haben, ne? Im Handy. Jetzt, alle Männer schreiben ein Wort dazu. Stur. Aufschreiben. Stur. Alle Frauen schreiben bitte Folgendes dazu. Kompliziert. Böses Vorurteil, ich weiß. In Amerika gab es mal einen Mann. Der war sehr berühmt, der war sehr bekannt und es war für alle Journalisten eine der größten Ehren, mit diesem Mann jemals ein Interview führen zu können. Er hat nur ganz selten Interviews gegeben. Und eines Tages wurde ein Journalist vorgelassen zu ihm, Bill Gates, damals der reichste Mann des Planeten. Und während des Interviews fragte er ihn plötzlich, Herr Gates, es gibt Leute, die kennen Sie von früher, Leute, die heute mit Ihnen zusammenarbeiten, die sagen, Sie wären ein Streber. Bill Gates antwortet, wenn Streber bedeutet, dass ich mich für das Innenleben eines Computers interessiere und dass ich alles verstehen will, was in so einem Computer vor sich geht, ja, dann bin ich ein Streber. In meinem Seminar zur Rhetorik. Ich mache Schlagfertigkeit und Rhetorik. So, da war eine Technik, die ich erklärt habe, und zwar, wie man ein noch so trockenes Thema wie ein Krimi rüberbringt. Das geht tatsächlich. Da erkläre ich und dann meldet sich eine Dame. Da sage ich, oh, okay. Sagt sie, Herr Pöhm, was Sie uns dabei bringen, ist doch Manipulation. Und ich sage ihr, Sie haben recht. Wenn Manipulation bedeutet, dass ich mein Anliegen möglichst appetitlich darstellen will und wenn Sie das Ansprühen von Parfum auch als Manipulation bezeichnen, ja, dann manipuliere ich. Ich mache mir ein Phänomen der Sprache zunutze. Es gibt fast kein Wort in der deutschen Sprache, aus dem Sie
nicht nur eine, sondern mehrere Bedeutungen herauskristallisieren könnten. Und das nutze ich schamlos aus. Der Angreifer kommt mit einem Angriff, meinetwegen innerhalb eines Satzes von 35 Worten, mittendrin ein böses Wort. Und er meint mich. Jetzt weiß ich natürlich, wie er das gemeint hat. Aber den Gefallen tue ich ihm nicht. Jetzt nehme ich dieses Wort und gebe dem eine neue Bedeutung, indem ich der Beste, der Größte, der Charismatischste, Intelligenteste bin, schick's ihm zurück und sage, ja, dann hast du recht, aber in der neuen Bedeutung. Und er ist in seinen eigenen Vorwurf gefangen. Die Technik ist ganz einfach. Man nennt das ein Uminterpretieren, Leute. Sie nehmen einfach ein Negativwort, was man ihnen anheften will, und interpretieren es neu in eine positive Richtung und schicken es zurück. Jetzt kann man das in sehr vielen unterschiedlichen Varianten ausdrücken. Und das ist meine große Stärke. Ich bin ein Mann, der Satzanfänge. Ich habe herausgefunden, es gibt Satzformulierungen, die wirken wesentlich stärker als andere. Jetzt habe ich die alle gegengetestet, immer gegen eine andere Variante, bis ich auf die gekommen bin, wo keiner mehr die Formulierung schlagen könnte. Und nur die müssen Sie sich merken, weil er hat es in sich. Jetzt nehmen wir mal an, da kommt tatsächlich ein Angriff. Und da ist dieses eine böse Wort mittendrin. Sagen wir mal allgemeingültig XY. Und er meint Sie damit. Er will es Ihnen hier anheften. Jetzt gehen Sie, wenn Sie in Zukunft XY hören, gehen Sie ganz mechanisch mit folgendem Satz einleiten. Sie sagen, wenn... Jetzt wiederholen Sie das Wort XY. Und jetzt kommt's. Bedeutet. Punkt, Punkt, Punkt. Und hier an dieser Stelle machen Sie eine positive Uminterpretierung. Und wenn Sie das gemacht haben, sagst du ja. Dann haben Sie recht, aber in dieser Bedeutung. Und was er als Jauchegrube geplant hat, wird zu einem Heiligenschein. Und sie wirken hochelegant. So, wir haben eine kreative Gruppe hier, ja? Jetzt wollen wir gleich mal austesten. Jetzt nehmen wir tatsächlich an, einer sagt zu Ihnen, ich empfinde Ihr Auftreten hier als arrogant. Müssen Sie sich vorstellen, so ein Arroganter, der hat andere Worte für sich. Gießen Sie das in diese Formulierung, was könnten Sie sagen? Einer ruft zu, los. Na, hier vorne, ich höre es nicht. Super, sie hat gesagt, wenn arrogant bedeutet, dass ich selbstsicher bin und ein tolles Auftreten habe, ja, dann bin ich arrogant. Sie kriegt einen Applaus. So. Jetzt stellen Sie sich mal vor, in der Sitzung kommt sie mit so einem Konter. Da sind sie platt. Ich so, wow, wie kann einem sowas einfallen? Jetzt sind wir hier in Stuttgart, das ist Schwabenland, ja? Die Schwaben sind bekannt dafür, dass sie geizig sind. Sagen Sie mir es, los, wenn. Machen Sie weiter. Ja, sie sagt, wenn geizig bedeutet, dass ich mit Geld umgehen kann, ja, dann bin ich geizig. Ja! Yeah! So, meine lieben Teilnehmer, und jetzt werden Sie Folgendes erleben. Sie alle haben Ihre mindestens drei Angriffe in Ihr Handy diktiert. Alle stehen auf, alle aufstehen, los. So, Sie schnappen sich einen Partner zur Rechten, zur Linken, und jetzt werden Sie Ihre Angriffe austauschen im Ping-Pong und Sie werden Freunde fürs Leben finden. Okay, also der andere kontert mit dem hier, wenn Ihnen ein besserer
Spruch einfällt als der bessere, als der andere, dann helfen Sie ihm. Okay, das soll mal genügen. Wissen Sie, aber nicht jede schlagfertige Antwort lässt sich in eine Schublade zuordnen. Es gibt auch für mich Antworten, die höre ich, da denke ich, wow, das wäre mir auch nicht nach System eingefallen. Folgendes ist passiert. Ich war in meinem Rhetorikseminar, da habe ich immer so 10 bis 12 Teilnehmer, und da war der Herr Bayer war vorne, hat präsentiert und ich im Hintergrund beobachte ihn. Und so stand er da, ja, so, und hat halt geredet. Da sage ich, Herr Bayer, Hände weg vom Auspuff. Aufpassen. Herr Bayer nimmt sie nach vorne und sagt, ja, dann tue ich sie halt an die Stoßstange. Das lässt sich nicht schematisieren. Henry Ford, der war bekannt dafür, dass er trotz seinem Reichtum sehr sparsam geblieben ist. Da kam er eines Tages an die Rezeption von einem Hotel und er sagt, ich hätte gern das billigste Zimmer. Der Rezeptionist sagt, Herr Ford, Ihr Sohn ist gestern hier abgestiegen, der hat eine repräsentative Suite, wollen Sie nicht was Ähnliches? Henry Ford antwortet, nein, weil ich habe keinen so einen reichen Vater wie er. Lässt sich auch nicht schematisieren. So, aber diese Schlagfertigkeit, die ist wirklich trainierbar und die ist wirklich schematisierbar. Noch ein Tipp zum Schluss. Wenn Sie in Zukunft in der Kommunikation 2 Varianten haben, sage ich Variante A oder Variante B, nehmen Sie immer die Variante, die mehr Mut kostet. Das ist die Variante der höheren Wirkung. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, lieber Matthias Pöhm. Wie hat dir der Vortrag gefallen? Und vor allem, wie bist du so drauf in Sachen Schlagfertigkeit, Rhetorik, deinem Standing anderen Menschen gegenüber? Weil das ist ja wichtig für deinen Business-Erfolg. Mach jetzt die kostenfreie Business-Erfolgsanalyse und schau mal, wie du aufgestellt bist in deinem persönlichen Business.